Ja, meine Freunde, soeben habe ich ein Paket von unserem Michelinio, unserem Mitchell Weiser erhalten. Muss gerade ein bisschen aufpassen, was ich hier zeige, wegen Adressen und so weiter. Suche jetzt gerade nur eine Stelle und dann quatsch mir drüber, was drin ist, beziehungsweise machen es zusammen auf. Hab's nämlich hier unter meinem Arm noch geklemmt, dachte mir aber, wir nutzen hier so ein bisschen die Naturlocation für sowas Schönes, für sowas Besonderes. Ich freue mich schon sehr, mit euch gleich das Paket aufzumachen. Schreibt doch jetzt schon mal direkt unten rein, Michelinio. Ich möchte, dass jeder einmal reinschreibt, Michelinio, grüne Herzen, einfach zum Support, einfach als großes Dankeschön. Ich mache jetzt gleich weiter. Ich suche nur noch eine Stelle, wo wir jetzt hier irgendwie das Ganze hin tun können, wo wir das dann aufmachen können. Ja, also bis gleich. Ja, meine Freunde, wir haben jetzt einen passenden Spot gefunden, um das Paket von Mitchell Weiser aufzumachen und zu schauen, was sich denn darin befindet. Ihr habt ja auch letztens gesagt, ey, ihr mögt ja auch das, wenn wir so ein bisschen Abwechslung haben hier von unterwegs. Und ja, ich persönlich mag das Ganze hier sowieso in der Natur und dachte mir, ey, zu so einem besonderen Anlass, wir kriegen wieder ein Paket von dem Spieler geschickt, können wir doch mal ein bisschen einen anderen Hintergrund gerade, sage ich mal, schaffen. Und ja, so habt ihr ein bisschen Vogelzwitschern im Hintergrund, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie es euch gefällt. Ich persönlich mag das, ich bin gerne in der Natur, möchte euch aber gar nicht zu sehr auf die Folter spannen. Werde das Paket jetzt aufmachen, ich muss nur aufpassen mit der Adresse. So, deswegen muss das Ganze, hoppala, jetzt mal so aufmachen, dass man da nichts sieht. Und wir sehen ein Trikot. Und wir sehen ein Trikot von unserem guten Mitchell Weiser. So, ich zeige es euch mal so. Ich hoffe, man sieht es jetzt gerade einigermaßen. Ich sehe ja nicht, was ich gerade filme. Aber warte mal, so kann ich ja auch mitgucken. So, jetzt muss ich natürlich aber auch selber das auch nochmal lesen, was da drauf steht. So, Werder, für Nico, Mitchell Weisers Unterschrift, alles Gute, mein Bester. Ja, ihr wisst ja, dass ich auch immer sage, mein Bester, deswegen passt das natürlich super gut. Hatte mit Mitchell geschrieben, wusste auch, dass das Paket kommen wird, wusste nur nicht wann. Wurde heute geliefert. Ey, ich weiß gar nicht, ich krieg kaum Worte gerade zusammen. Ich freue mich so, so sehr über dieses Trikot. Das wird natürlich einen Ehrenplatz kriegen und wird natürlich auch morgen da hängen gegen Hertha, ist ja ganz klar. Und wisst ihr, was das ganz Besondere ist oder was das ganz Verrückte auch ist? Mitchell Weiser hat heute Geburtstag. Das heißt, geht mal alle auf sein Profil und gratuliert ihm. Gratuliert ihm auch hier unten in die Kommentare rein. Das ist natürlich mehr Zufall jetzt auch, dass das Trikot ausgerechnet heute ankommt an seinem Geburtstag. Ich hatte ihm natürlich auch gerade eben schon gratuliert, aber freue mich natürlich umso mehr, dass an seinem Ehrentag eigentlich das Trikot jetzt bei mir angekommen ist. Super, super geil. Wie gesagt, wird auf jeden Fall gleich direkt einen Ehrenplatz kriegen. Werde ich aufhängen, so dass das dann morgen auf jeden Fall hängt bei dem Spiel gegen Hertha. Mega, mega geil und vor allen Dingen ist es geil, weil, erinnert euch mal zurück an die ganze Storyline mit Mitchell Weiser. Ich habe ja damals ein Video gemacht, wo ich Mitchell Weiser als Transfervorschlag noch gebracht habe. Ich versuche mal gerade das Ganze, das Handy so ein bisschen so mitzunehmen. So, dann können wir nämlich hier so ein bisschen auch gerade mal rumlaufen. So, ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal ein bisschen so auch noch mit, wenn ich hier schon so ein bisschen rede, Storyline-mäßig. Und zwar habe ich ja damals ein Video gemacht über Mitchell Weiser, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, und hat ihn damals als Transfervorschlag gemacht, bevor wir abgestiegen sind. Ich glaube, das war damals im April oder so. Da hat auch kein Schwein an Weiser gedacht, haben alle noch gesagt, warum sollte er von Leverkusen zu Bremen kommen? Ich habe damals schon gesagt, ey, der Junge braucht einfach Spielzeit und der will auch wieder kicken. Und ja, habe damals, wie gesagt, dieses Video gemacht und als ich dann 2 Monate später festgestellt habe, dass tatsächlich Mitchell Weiser in Verbindung dann gebracht worden ist mit Werder Bremen und am Ende dann auch zu Werder kam, habe ich mich ja damals schon extrem gefreut. Und jetzt haben wir auch eine wichtige Botschaft eigentlich auch für alle so da draußen. Denn als Mitchell Weiser kam, natürlich hat er uns extrem gefreut und hat auch seine Qualitäten gezeigt. Aber nicht so, wie wir es dachten. Wir dachten alle, ey, der spielt sich von Anfang an fest, der ist gar nicht mehr rauszudenken. Und das war ja dann nicht so. Dann kam sogar zwischenzeitlich noch die Zeit von Felix Agu, wo er richtig performt hat. Und Mitchell Weiser immer wieder Probleme hatte. Auch mit dem Ganzen, ihr wisst das Ganze ja noch, mit diesen Maßnahmen und so, die dann da waren. Ich will jetzt nicht alles wieder aufgreifen, beziehungsweise weiß auch nicht, was YouTube da macht, deswegen, ja, aber diese ganzen Maßnahmen und so weiter, da haben wir alle noch gesagt, ich habe damals auch noch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ey, man muss natürlich überlegen, wenn du mit Mitchell Weiser nicht langfristig planen kannst, also dass du nicht mit ihm planen kannst, ob er überhaupt spielen kann oder nicht, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auch für ihn selber. Und ja, damals wusste dann gar nicht, okay, wo geht die Reise hin, wenn immer wieder neue Maßnahmen kommen, auch für die Spieler, und Mitchell Weiser dann nicht mal bei Teambesprechungen dabei sein kann. Ich erinnere mich noch an diesen einen Tag, wo es dann darum ging, irgendwie, dass er nicht da im Hotel irgendwie rein durfte oder sonst was. Das war ja ganz, ganz crazy, zu heute nicht mehr rauszudenken. Unser Michelinho, unser Brasilianer gefühlt, technisch unser bester Mann auf dem Platz. Wir brauchen ihn offensiv, also mehr als alles andere. Natürlich hat er defensiv auch immer mal wieder
so den einen oder anderen Makel oder den einen oder anderen Fehler drin. Aber deswegen wünscht man ihn sich ja auch irgendwie gefühlt weiter im offensiven Mittelfeld. Das wäre ganz, ganz toll, ihn da zu sehen. Und was will ich euch damit sagen? Oder warum sage ich so Storyline-mäßig? Wie ist das alles dann am Ende geworden? Jetzt, wie gesagt, gar nicht mehr rauszudenken, unser Michelinho. Absoluter Stammspieler. Wie gesagt, Top-Typ. Ich bin riesen Fan von ihm. Find's mega geil, was er für einen Verlauf jetzt auch gemacht hat. Bin extrem froh mittlerweile, dass wir ihn dann auch fest verpflichtet haben. Obwohl eben zwischenzeitlich das Ganze auch schwierig aussah und auch teilweise nicht so gut aussah. Jetzt, dass er fest bei uns ist und so eine tolle Saison spielt, das hätten ja die wenigsten gedacht. Und das ist einfach nur extrem schön. Etwas, worüber ich mich persönlich sehr, sehr freue. Und wo ich einfach nur sagen kann, ich bin ganz, ganz stolz, jetzt auch dieses Trikot zu haben, was ich natürlich hinter mir aufhängen werde. Weil es auch so ein Stück weit für mich, weiß nicht, wie es für euch ist, für euch kann es natürlich auch anders sein, aber für mich ist so ein bisschen natürlich auch so ein bisschen Kanalgeschichte verbunden mit diesem Trikot, weil es halt einer meiner ersten so richtigen Transfervorschläge war. Natürlich habe ich viele damals gebracht zu der Zeit, aber es war halt einfach jemand, der dann halt auch am Ende zu Bremen kam. Ja, und das war so der erste Transfervorschlag damals, es war ja noch ganz früh mit dem Kanal, der dann auch wirklich zu Bremen gekommen ist, wo ich dann gesagt habe, ey, wie geil ist das denn? Du guckst die Spieler an, guckst, ey, wer könnte zu Bremen kommen und am Ende kommt wirklich vielleicht einer dann davon zu Bremen. Im späteren Verlauf hatten wir auch dann damals über Pieper, Stark und so weiter alles geredet. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, der und der kommt sowieso nicht und der wird nichts. Und jetzt guckt euch mal an, was Mitchell Weiser für einen Verlauf gemacht hat. Was möchte ich euch jetzt damit nochmal sagen? Glaubt an euch selber. Glaubt an euch selber. Gibt niemals auf. Ganz, ganz wichtige Botschaften hier auch an der Stelle. Egal, was ihr gerade für eine Phase durchmacht, egal wie scheiße die gerade ist, denkt einfach dran, was war bei Mitchell Weiser. Mitchell Weiser hatte auch ganz, ganz blöde Phasen gehabt, sowohl bei Leverkusen gar nicht gespielt, bei uns. Erstmal gut reingestartet, dann so ein bisschen untergetaucht, dann diese ganzen Maßnahmen, wo man nicht wusste, wie gesagt, wie es mit ihm weitergeht. Bis hin zu einem absoluten Stammspieler, den keiner von uns sich, glaube ich, mehr rausdenken kann aus der Bundesliga-Startelf und eben ja unserem technisch stärksten Spieler. Ich erinnere immer sehr, sehr gerne oder denke auch immer sehr, sehr gerne dran zurück an die Aktion, wo er den Ball mit der Hacke auf Füllkrug dann gelegt hat. Das werde ich auch nie vergessen. Hätte er letztens den Freirückzieher gemacht, dann weiß ich auch nicht, was wir noch gemacht hätten dann. Aber ja, das sind einfach so schöne Momente. Es ist sowieso im Internet und allgemein immer so viel Negatives. Und ja, natürlich, mit Sicherheit ist es auch so, wenn morgen wir gegen Berlin verlieren, werden wir auch alle negativ erstmal drauf sein, abgefuckt sein. Aber ich glaube, das ist als Fan auch irgendwo normal. Trotzdem ist eben der Kern dieser Botschaft und deswegen, warum ich das auch so ein bisschen auf Natur und schön jetzt hier machen wollte, ist eben wirklich, glaubt an euch selber, glaubt an euren Traum. Und ja, es machen ja immer wieder auch regelmäßig Leute vor, dass man eben alles auch schaffen kann, egal wie aussichtslos die Situation schien. Und die schien damals bei Mitchell Weiser so und er hat es geschafft und deswegen freut es mich umso mehr. Und ihr wisst ja, ich persönlich lebe und liebe sowieso Werder bis zum Ende, egal was kommen wird. Einmal Werder, immer Werder. Das ist, glaube ich, jedem klar, der diesen Kanal verfolgt. Und ich möchte mich auch einfach an der Stelle mal bei euch da draußen bedanken. Bei jedem Einzelnen, der da draußen meine Videos guckt. Bei jedem Einzelnen, der ein Abo dagelassen hat. Bei jedem Einzelnen, der ein Däumchen nach oben dagelassen hat. Denn ihr habt mir das möglich gemacht, dass ich mittlerweile, wie gesagt, mehrere Trikots von Spielern bekommen habe mit deren Unterschriften und mit Grüßen. Und auch, dass man da mit dem einen oder anderen ab und zu mal schreibt. Das ist alles für mich nicht selbstverständlich. Also vielleicht kommt das, also ich weiß nicht, wie sowas halt, ich glaube, es ist so ein bisschen diese Internetgesellschaft. Ich denke sofort bei sowas auch schon wieder, oh nee, nicht, dass das Leute jetzt negativ auffassen oder dieses Missgunst, versteht ihr, was ich meine? So, deswegen kommt man direkt in so einen Rechtfertigungszwang. Aber eigentlich will ich ja was Positives sagen. Eigentlich möchte ich ja sagen, danke, dass ihr mir das möglich gemacht habt und dass ich praktisch in dem Sinne auch so meinen Traum leben kann. Ja, mein Werder-Traum sozusagen leben kann. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr froh und auch stolz darüber, was wir mittlerweile hier für eine Community haben und wie viele tolle Leute hier auch in der Community sind. Natürlich ist immer mal wieder was auch, was dann, wo man sagt, oh weh, oh weh. Aber ja, der Kern von allem ist doch ganz, ganz toll. Und ich freue mich einfach, dass dieser Kanal auch das so, sage ich mal, sich so entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war immer mein Ziel, dass egal, wo man wohnt als Werder-Fan, und ihr wisst ja alle, ich wohne Richtung Köln-Leverkusen, deswegen auch dieser Weiser-Bezug noch mal mehr, zum Beispiel bei ihm, ich glaube, Geburtsstadt ist Troisdorf, das ist von mir gar nicht mal so weit weg. Und ja,
Wie gesagt, auf jeden Fall will ich damit einfach nur sagen, es ist unfassbar toll, wie sich das entwickelt hat. Mein Ziel war damals, egal wo man wohnt, egal von wo man Werder-Fan ist, hier zusammen zu kommen, um dann die Spiele zusammen zu verfolgen, zusammen sich anschauen zu können, zusammen zu leiden bei Niederlagen, aber auch sich zusammen wieder aufzuraffen, Mut zu finden und dann anzufeuern und auch zusammen zu feiern. So, wenn man dann eben die Siege einsammelt. Und das war so ein bisschen meine Intention, oder das ist das, was ich unbedingt damals erreichen wollte, was mir wichtig war. Das war nicht mein Gedanke von Tag 1, aber das ist mein Gedanke geworden. Umso länger ich es gemacht habe, habe ich mir immer wieder gedacht, ey, wie cool ist das eigentlich? Vor allem, wo ich dann mitbekommen habe, dass uns Leute aus Österreich, Schweiz zuschauen, aus Amerika teilweise. Das war ja Wahnsinn, was wir da für Videos bekommen haben. Auch aus der Türkei. Ganz liebe Grüße an alle, die auch immer ihre Bilder geschickt haben, auch von Urlaubsorten oder auch im Ausland wohnen. Und dann mit Werder-Sachen den Verein supporten und den Stream dabei laufen haben, weil die dann auch teilweise, ich sag mal, das Spiel gucken, aber einen deutschen Kommentator brauchen. Mehr brauche ich nicht sagen. Und dann eben unseren Stream einschalten. Das ist für mich wunderschön und da geht mein Herz auf. Und ja, an der Stelle kann ich einfach nur nochmal sagen, vielen lieben Dank, Mitchell Weiser. Mein Herz wurde heute nochmal ein gutes Stück weit glücklicher gemacht, ganz klar. Und auch vielen lieben Dank an die Community, die das alles möglich macht und diesen Kanal so supportet. Ich bin jetzt raus und lasst alle Liebe da. Nur Liebe in den Kommentaren heute. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei 3 Punkten gegen Hertha im Stream wieder.